Du kommst von deinem langen Lauf zurück nach Hause, nimmst dir dein Handy, guckst da drauf, checkst deine Laufdaten und stellst bei der Herzfrequenz fest, eigentlich wollte ich die konstant gleich halten, aber irgendwie steigt die ständig an. Woran liegt denn das? Und vor allem, wie kriegst du das in den Griff? Damit beschäftigen wir uns in diesem Video. Und vorher nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren, die kleine Glocke anzuklicken, damit du auch immer informiert wirst, wenn ein neues Video erscheint. Und dann würde ich sagen, lass uns direkt einsteigen ins Thema. Also das Problem ist klar und ich blende dir das hier jetzt auch nochmal ein von einem meiner Läufe, wo man das ganz gut sieht. Du stellst fest, ich fange dort bei einem relativ geringen Pulsbereich an, aber im Laufe der Zeit wird der irgendwie immer höher. Aber das will ich ja eigentlich nicht oder das willst du auch nicht, denn das Ziel ist es ja, bei einem langen Lauf den Pulsbereich zwischen 71-75% deiner maximalen Herzfrequenz zu halten. Ja, und um das zu schaffen, müssen wir eine bestimmte Problematik verstehen. Und die ist relativ einfach. Also, du gehst nach draußen, du läufst, dein Körper arbeitet. Du schwitzt und verlierst dabei Flüssigkeit. Dadurch wird dein Blut zähflüssiger und dein Herz hat viel mehr Arbeit damit, dein Blut durch den Körper zu pumpen. Und das führt bei langen Läufen und bei viel Schwitzen und bei viel Anstrengung dann im Laufe der Zeit dazu, dass dein Herz eben entsprechend mehr arbeiten muss und dein Puls nach oben geht. So, jetzt ist die Frage, wie kriegst du das Problem denn vernünftig in den Griff? Da habe ich zwei Tricks für dich. Das erste ist ein relativ einfacher Trick, wo du dir sagen könntest, da hätte ich auch selber drauf kommen können. Der ist aber immens wichtig. Und zwar genug trinken auf den langen Läufen. Das bedeutet, so ungefähr ab so einer Stunde 15 aufwärts kann man sich dann überlegen, hey, ich nehme was zu trinken mit auf meine Läufe. Und da nicht einfach nur Wasser, sondern ich empfehle dir Wasser mit einer Prise Salz drin. So führst du dem Körper die Salze, die er verliert, wieder zurück. Und es gibt einen einfachen Trick und ich habe das beim ersten Mal falsch gemacht. Normalerweise würde man ja sagen, du machst dir hier so eine Trinkflasche voll, irgendwie halber Liter mit Wasser und tust dann da eine Prise oder zwei Salz rein. So, das löst sich aber gar nicht vernünftig auf. Und am Ende hast du dann hier unten die Salzbrocken drin rumschwimmen, die du dann mit dem letzten Schluck quasi trinkst. Will ja gar keiner. Deswegen mein Trick, Glas Wasser nehmen, Wasser im Wasserkocher kochen, ungefähr so viel Wasser reintun, 1-2 Prisen Salz hier rein, umrühren, dann hat sich das Salz hier aufgelöst und dann füllst du das einfach um in deine Flasche und so ist das Salz dann eben vernünftig vermengt mit dem Wasser. Und dieses Wasser trinkst du dann auf deinem langen Lauf gleichmäßig verteilt und führst dem Körper so wichtige Flüssigkeit zu, die er durch Schwitzen verloren hat. So, jetzt habe ich dir gerade so eine Flasche Wasser gezeigt, die du dann an der Hand halten müsstest beim Laufen. Ist natürlich unfassbar unpraktisch und deswegen empfehle ich dir eine Laufweste. Eine Laufweste liegt gut an. Du kannst hier, du hast so Flaschen dabei, die kannst du dir hier links und rechts in die Taschen reinstecken. Die hat 500 Milliliter jeweils. Da hast du insgesamt 1 Liter Flüssigkeit mit, den du dann verteilt über deinen Lauf trinken kannst. Ja, und Trick Nummer 2 ist einer, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Du guckst auf deine Laufuhr und du bist vielleicht schon 1 Stunde 30, vielleicht auch 2 Stunden unterwegs und stellst dann fest, der Puls steigt an, obwohl ich jetzt hier getrunken habe. Das funktioniert also nicht so. Dein Ziel bei einem langen Lauf ist es ja, in dem angesprochenen Herzfrequenzbereich zu bleiben. Was hilft da nur? Langsamer laufen. Klingt auch einfach,
Ist aber super, super wichtig, dass ihr euch dran haltet und nicht immer drauf gucken, oh, so und so hoch ist meine Pace, ich versuche die über die gesamte Dauer meines Laufs zu halten, sondern achtet nur auf die Herzfrequenz. Ich habe zum Beispiel hier an meiner Laufuhr immer eine Trainingsseite eingestellt, da sehe ich beim langen Lauf nichts anderes als meine Herzfrequenz. Da interessiert mich meine Pace überhaupt nicht und wenn die zu hoch ist, dann fahre ich das Tempo entsprechend runter. Probier diese beiden Tricks, die ich für dich habe, gerne mal aus und schreib mir hier unten in die Kommentare, wie du damit klargekommen bist. Vielleicht hast du auch irgendwie einen anderen Trick, wie du das machst beim langen Lauf, wie du da deinen Puls runterhältst. Schreib mir gerne hier in die Kommentare, wie du das machst und dann können wir uns darüber ein bisschen austauschen.